Und vorher ein klarer Sieg gegen das Schlusslicht. Wie motivieren die euch für das Spiel? Ja, aber jetzt vor allem in der Zeit ist jeder Punkt wichtig. Und da muss man einfach jedes Spiel Vollgas geben. Und eben, wenn alle so hoch zusammen sind, dann müssen wir einfach motiviert sein und die Punkte holen. Sonst bist du ein paar Plätze weiter hinten. Wenn man 4-0 vor ist, ist da nicht die Gefahr da, dass man auf das Mal nachlässt? Ja, das ist sicher die Gefahr da, aber ja, ich glaube, heute haben wir eigentlich sehr wenig Chancen gegeben und es ist sehr gut gekommen. Ihr seid jetzt neuerdings Verteidiger. Wie fühlt ihr euch in der Rolle? Ja, in gewissen Situationen merkt man sicher, dass ich vielleicht die Erfahrung nicht gerade so ein bisschen habe, aber ich versuche das Beste zu geben für die Mannschaft. Und, ja. Wie war die Umstellung? Ist das relativ schnell gegangen? Oder wie ihr sagt, in Sommersituationen habt ihr noch ein bisschen mehr? Was macht ihr da speziell? Ja, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen Erfahrung, Situationen, die man zuerst erleben muss und so. Aber ja, seitdem ja eigentlich nicht gross gehabt, von einem auf den anderen Tag sind halt viele Verletzte und ja, haben wir so einspringen. In dem Fall jetzt bis Karriereende Verteidiger. Kurz noch liegen, aber das liegt am Trainer. Merci.